Hallo und herzlich willkommen hier bei Chris Let's Play. Wir spielen hier ein neues Spiel. Für mich noch. Das heißt Mist und ist ein Survival-Spiel. Und habe schon ein paar Sachen davon gehört. Oh, lass uns mal überraschen. Scheint ganz gut zu sein. Mist heißt ja so viel wie Nebel und was ich schon gehört habe, da ist dann so eine Art Nebel und da kommen dann immer Zombies und man muss sich dann eben schützen. 3 years ago, a mysterious thing happened. Many areas of the world were covered by mysterious mist. Many people got sick and died. People who survived without immunity had side effects. Viel zu schnell. Also ich habe Immunität und ich habe überlebt. Das Camp, wo ich lebe, wird irgendwie angegriffen und oh, und schon schmeißt es mich in ins Spiel. Okay. Also Ausdauer und Stärke. Shelter Management. Cool. The appearance of each fog is accompanied by some events. Player must be prepared. Infectious can come out outdoors only at night or when there is no sun. That means they can also hunt while the fog is covered. Traveling in the fog is quite dangerous, but in the meantime, in this weather, the visibility of the bandits worsened as well. Aha, also es gibt Banditen. Okay. Bow and arrow. Okay. Anscheinend liegen hier ein paar Sachen rum. Okay, mein Basic Shelter. Okay. Oh Mann, von der Grafik her finde ich es schon mal super. Small house is set as a base. Okay, da gibt es also Inventory. Hat nur einen Floor. Und warum ist dieses Ding hier außerhalb des Bildschirms? Wahrscheinlich ein Fehler. Player can change base shelter by pressing set as base button. When a base shelter is changed, the survivors in your camp will be moved to the last position of base shelter. Base shelter is active range is 50 Meter. Aha. Also man muss schon sagen, hat sich einiges getan. Die Grafik von diesen Spielen heutzutage ist super. Gibt es eine Karte? Natürlich nicht. Aha, Steuerung ist ducken. Vielleicht kann man hier Pflanzen ernten. Gibt's so was? Obwohl das aussieht wie Unkraut. Trecker looten. Also ich muss sagen, ey, das sieht wirklich super aus auf den ersten Blick. Wirklich top.
Und anscheinend gibt es hier Tiere, die man jagen kann. Wir müssen uns unbedingt merken, dass unsere Basis dort ist. Metal Scraps. Okay, die müssen wir also jagen. Schlagen ist also linke Maustaste. Krass. So, jetzt kommt schon mal Nebel. Ich hab Angst. Ich will schnell wieder zurück. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wo ich hier lang gerannt bin. Da will man ja eigentlich nicht raus. Das ist ja mal ein Zombie-Game. Fünf Uhr. Erschrocken. Also Zombies laufen nur im Dunkeln. Also es tut mir leid, anscheinend könnt ihr gar nichts sehen. Für mich ist das relativ hell, das Bild.
Scheint Wasser zu sein oder ist eine Straße? Ach du Scheiße. So, das ist jetzt unsere Basis. Inventar. Stoff, Federn und Naked. Okay, dann. Vielleicht ist ja das Monster jetzt weg. Beendet mal angreifen, um zu sehen, wie stark die sind. Und wenn es uns umhaut, naja, dann mein Gott. Haben wir mit Rosinen gehandelt. Kann man irgendwie das hier als Waffe nehmen? Nee. Du musst da raus, du Monster. Natürlich sind da gleich vier. Total monsterverseucht. Das ist wie ein schönes Haus.
cool. Acht Metal Scraps. Melting Metal. Minuten. American Eagle, aha. Holz. Thank you.
Sehen, was uns hier erwartet. Ah, sehr schön. Cool, wieder ein Upgrade. Ich glaube, gibt es noch ein paar Slots dazu. Hätte ich ja mal aufpassen können, wie viele Slots. Cool, 8 Liter Benzin. Voll mit Zombies. Bau mal eben den Motor aus. Na toll. Kommt schon wieder dieser beschissene Nebel. Ein paar Monate bis zum Winter, oh cool. Ah, toll.